Ich stelle mich kurz vor, ich bin die Caro Lanzendörfer. Ich habe in Regensburg die Schule für Textile Kunst und Heilkunst aufgebaut, heißt der Rote Faden, und ich bin in der Schwarzen Bärenstraße, was ziemlich passt, finde ich. Ich mag Bären. Bären und Bärinnen stehen in der indianischen Kultur für die stärksten Beschützer der Wildheit in der Natur, gell? Und aus dieser Wildheit habe ich Ihnen in den letzten 3 Tagen etwas mitgebracht, woraus ich was zu essen gezaubert habe, was Sie dann auch probieren können. Aber wie das Ganze zustande gekommen ist und was da alles auf dem Tisch liegt, das möchte ich Ihnen gern näher erläutern. Und ich bräuchte jetzt zuallererst nämlich nochmal die Unterstützung vom Herrn Lenk, weil mein Himbeer-Veilchen-Sorbet nämlich noch im Kühlschrank lagert. Ja, oder? Und wenn Sie vielleicht noch 2 Messer mitbringen könnten. Zwei Messer. Ja. Das wäre nett. Super, also Himbeer-Veilchen-Sorbet wird geliefert. Ja, also so wie jetzt die beiden Vorrednerinnen schon berichtet haben, geht es mir in allem, was ich tue, seit ich denken kann, darum die Schönheit und die Vielfalt zu bewahren. Ja, ich bin schon als kleines Kind immer gerne über die Wiesen gehüpft und fand es fantastisch, was so alles duftet und was man sich so alles in den Mund stecken kann und was das alles so macht mit einem. Und ich bin vom Beruf Handweberin. Und dann werden sich viele fragen, ja, was hat Handweben und textile Kunst denn eigentlich mit Heilkunst zu tun? Und dazu muss man so ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern viele, viele, viele tausend Jahre. Vielleicht sogar 40, 50, 60.000 Jahre an den Beginn unserer menschlichen Kulturentwicklung. Wenn Sie sich vielleicht schon mal so ein bisschen beschäftigt haben mit dem Tatbestand, dass wir ja tatsächlich irgendwann mal einfach nicht in den Supermarkt gehen konnten, um etwas einzukaufen, ja, und auch noch nicht so weit waren, Felder zu bestellen, sondern wirklich in die Natur raus, mit der Natur dort gelebt haben und von der Hand in den Mund gelebt haben. Das ist heute ein bisschen ein anderer Begriff. Da haben wir es schon. Darf ich jetzt noch ein bisschen auftauchen? Danke. Das heißt, wir versetzen uns so ein bisschen zurück in die Zeit der Jäger und Sammler und versuchen Sie mal, sich vorzustellen, was würden Sie machen, um rauszufinden, wenn ich jetzt da so in der Prärie unterwegs bin, was kann ich denn essen, ohne dass ich jetzt stirb? Also ich möchte ja leben, ne? Das ist ja der Überlebensimpuls, das steht ja schon mal klar im Vordergrund, ne? Und wenn ich leben will, dann muss ich essen, schlafen, und Menschen um mich herum finde ich auch sehr schön, ja, so als Steinzeitmensch. Also, weil allein wirst du gefressen, gnadenlos, ja. Also lieber irgendwie schauen, was haben sie denn für eine Idee, wie haben sie das denn gemacht? Unsere Vorfahren, um nicht zu verhungern. Schon mal nachgedacht, ne? Also ich dachte erstmal so riechen an den Sachen. Genau, ja. Riechen. Was kann man denn noch machen, um herauszufinden, ob irgendwas essbar ist oder nicht? Also wir sind ja, wie die Elisabeth Geschka schon... Ah, ihr habt eine Idee. Beobachten. Ja, super, genau. Den Tieren zuschauen. Ja? Also die Menschen, die unsere Vorfahren waren, haben ja in der Natur ganz stark zusammengelebt. Gell? Und dann kann man einfach... Möchtest du auch was sagen? Darfst vielleicht schon was sagen? Auch ein Tiger verjagt auch ein Zebra. Muss man ein Zebra auch verjagen, meinst du? Ja, der Tiger verjagt das Zebra. Ach so, ja. Ja, das waren wilde Zeiten, gell? Ja, heute sind unsere Tiger eher so die Autos und die Fabriken, die profitorientiert unsere Umwelt verschmutzen, und sogar unser Essen ist quasi ja eigentlich vergiftet, nur um haltbar zu sein und noch länger in den Regalen zu lagern und wenn es zu viel ist, tonnenweise auf den Müllhalden zu landen, dramatischerweise.
Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, diese Spanne, die ich da gerade darstelle, von wirklich in Verbundenheit mit der Natur, über die Intuition, über die Beobachtung der Wildtiere um einen rum zu lernen, ja, was wir brauchen, um zu überleben. Soweit haben wir es also geschafft, dass wir jetzt an dem Punkt sind, uns selbst zu zerstören. Das klingt ein bisschen drastisch und ist drastisch, leider. Und weil ich aber jetzt nicht so der Mensch bin, der sich in Betroffenheit und im Jammertal gerne ausruht und wie gesagt schon seit ich ein Kind bin, gerne über die Wiese hüpfe und mit Schönheit mein Leben zu füllen gedenke, habe ich mich also sinnlich, sinnenreich auf den Weg gemacht, schon immer seit ich denken kann und die Verbindung zwischen Textilkunst und Heilkunst erforscht. Wenn ich etwas webe, brauche ich ein Schaf, dem ich Haare abschneiden kann. Ne? Wenn ich jetzt möchte, dass das eine Farbe annimmt, brauche ich Pflanzen, die diese Farbe abgeben. Zack. Sie merken schon, ja? Kann ich diese Pflanzen vielleicht auch essen? Kann ich da vielleicht auch Medizin draus machen? Jawohl, ich kann. Und jetzt sind wir eigentlich schon ganz schnell gelandet in der ganzen Bandbreite der Möglichkeiten, die in unserer Natur drinstecken. Ich kann mich aus der Natur kleiden, ich kann mich aus der Natur ernähren, ich kann in der Natur Schönheit und Erholung finden und die Natur heilt. Du hast Hunger, gell? Ich schicke mich schon, weil ich schon merke, dass alle schon voll, seid gar nicht mit Frühstück gekommen, gell? Und das duftet schon so. Also ich schicke mich schon und erzähle noch ein bisschen was über die Kräuter, die ich mitgebracht habe. Und also wenn Sie gucken, können Sie gerne ein bisschen näher kommen. Also Sie dürfen auch gerne nach vorne kommen, weil dann sieht man es besser. Weil wenn ich jetzt da so ein Wildsalbei in die Luft halte, dann sehen Sie den vielleicht peripher, aber genau, vielleicht fange ich gleich bei dem einmal an. Wir kennen ja ein Salbei, ich mache jetzt mal so einen kleinen Rundlauf durch das, was jetzt schon wächst. Man meint ja immer, oh ja, also gestern waren wir bei der solidarischen Landwirtschaft am Feld und haben erst einmal die Pflanzen ins Feld, gell? Und das dauert natürlich, bis das Gemüse wächst, aber die Wildpflanzen, man meint es nicht, die sind das ganze Jahr aktiv. Auch im Winter kann ich Wildpflanzen ernten. Ich brauche bloß ein bisschen einen Schnee auf Zeiten da. Und dann, wenn die Erde vielleicht noch nicht ganz gefroren ist, ja, also wenn sie gefroren ist, ist es natürlich schlecht. Also dann ist natürlich wirklich schlecht. Aber wenn man genügend gesammelt hat und Nüsse hat für den Winter, dann verhungert man auch nicht im Winter, gell? Aber die Wildpflanzen sind also immer da und ich habe für euch jetzt gesammelt hier eine ganze Vielfalt und ihr glaubt es nicht, wie viel schon da ist. Und zwar ist sogar schon auf den Wiesen zu finden der wunderbare, tolle Wiesensalbei. Also ihr dürft den gern einfach mal in die Hand nehmen und dran riechen. Die Blätter sind zur freien Verfügung. Gebt es einmal ein bisschen durch. Dürft ruhig ein wenig so dran reiben und dran riechen. Okay. Euch mal ein Blatt abreißen. Und das ist der wilde Verwandte von unserem Salbei, der aus dem Mittelmeerbereich importiert worden ist. Ein Salbei kennt man ja. Dann gibt es aus Nordamerika und auch so im Mittelmeerraum den weißen Salbei noch. Aber von der Heilwirkung her und von der Gewürzwirkung, merkt ihr das? Riecht gut, gell? Sehr gut. Also mit diesem Salbei kann man sich eher so die würzigen Rezepte vorstellen. Und fällt euch denn auch noch so ein bisschen was ein? Entschuldigung, ich falle immer ins Du. Fällt Ihnen vielleicht ein, was das für eine Heilwirkung haben könnte? Weiß da jemand was dazu? Ja, genau. Der Wiesensalbei hat dasselbe Spektrum. Also er hilft gegen Fieber
und gegen Halsentzündungen. Und hat noch eine ganze Palette mehr Wirkstoffe. Das Schöne ist, man kann ihn gleichzeitig als Tee, als Heilmittel trinken und man kann ihn zu Pesto verarbeiten oder in den Kräuterquark reinschneiden. Und also es gibt Untersuchungen darüber, dass Gewürze tatsächlich sehr, sehr starke Heilkräfte haben. Rosmarin zum Beispiel, der Mittelmeer-Rosmarin, hat ganz, ganz starke Heilkräfte auf das Hormonsystem und auf das Nervensystem. Aber das wird jetzt zu weit gehen. Ich bleibe jetzt mal in unseren Breiten und in denen. Auch mit Tee, also als Tee? Oder? Als Tee, als Tinktur, alles Mögliche, ja. Die erste Pflanze, die sozusagen als Durchbrecher durch, es ist der Huflattich, durch die Winterböden schießt und mit einer unglaublichen Kraft sagt, so, jetzt ist gut mit dem blöden Winter, jetzt kommt wieder eine andere Zeit. Der strahlende Huflattich, und der hat genau die Medizin für uns, die wir brauchen, um aus dem Winter rauszukommen, wenn man so einen Schleim von der Erkältung hat oder so. Also der beste Schleimlöser und auch ein guter Helfer bei Asthmaanfällen, wissen ganz viele nicht. Also Huflattich, ein wunderbares Heilkraut. Und die großen Blätter konnte ich leider jetzt noch nicht sammeln, weil die sind erst so futzi-wutzi klein. Da könnte man zum Beispiel dann Gemüseröllchen einlegen und in Salzwasser garen und dann vielleicht noch ein bisschen rausbraten mit Zwieberl in der Pfanne. Es schmeckt hervorragend, ja, also Huflattich. Genau. Und das Zweite, was ich auch noch als erste Pflanze immer ankündigt, neben den weißen Blüten, wo Sie mal rein um die Nase reinstecken dürfen, das sind die Veilchen. Genau. Ja, klar. Und den Huflattich, also nur die Blüten, was machst du mit denen? Also ich kann die Blüten auch in einen Quark reinschneiden. Dann ist es halt was zu essen. Und ich kann aber auch einen Tee draus zubereiten oder eine Tinktur. Und an dem Punkt möchte ich, also weil wir beim Huflattich und bei den Veilchen bei Pflanzen sind, die wirklich zwar eine unglaubliche Kraft haben, sich überall auch wild zu verbreiten und auch den Standort bewahren, aber dadurch, dass sie an Uferböschungen und in so, also in Parks, an so Wegränden dann wachsen, rendern, dann ist es oft so, dann wird da umgebaut und zack, wird das ganze Wurzelwerk am Ende noch entfernt und neues Gras drüber gesät und dann sind diese Veilchen verloren. Oder am Ufer von der Donau, wenn dann irgendwie gebaggert wird, zack, und dann ist der Huflattich wieder weg und verloren. Ja. Jetzt, wir haben an der Donau eine Situation mit dem Wasserwirtschaftsamt, die wirklich so, dieses Jahr wurden fast alle Haselnussbüsche dort weggesäbelt, obwohl das wirklich die allererste Bienennahrung ist. Ich verstehe es nicht. Aber gut, andererseits ist die Uferböschung an beiden Seiten, wenn man jetzt von der Steinernen Brücke aus Richtung Westen geht, so gut erhalten, dass man dort eine unglaubliche Palette an Wildkräutern findet, die also an Böschungen von Feldern, die bewirtschaftet werden, lange nicht zu finden sind. Ja. Mama. Brauchst du zwischendurch schon mal einen Happen? Magst du schon ein bisschen was essen? Ja? Mal, gib's doch mal dem armen Kind ein bisschen was zum Essen. Schau mal. Das ist eine süße Dattelbutter. Und zwar ist das Thema, wo ich jetzt noch darauf hinweisen möchte und was ich ja auch in der Überschrift schon angekündigt hatte, es geht auch um das achtsame Sammeln. Also im Eingang hat es ja die Frau Gischka schon erzählt, es geht tatsächlich darum, dass wir bewusst mit den Schätzen der Natur umgehen. Das heißt, wenn wir an einem Fleck Huflattich finden, dann bitte so ernten, ja, dass auch für andere noch was übrig bleibt. Oder dass, wenn man merkt, da hat schon jemand geerntet, dann gehe ich halt einen Schritt weiter und schaue, ob dann noch etwas wächst. Das hat auch den Vorteil, indem ich achtsam mich im Jahreskreis von einer Pflanze zur nächsten bewege, bleiben an meinen Klamotten nämlich im Herbst Saatteile hängen. Ich habe das Erlebnis, dass ich jetzt in meinem kleinen Garten an der Donau im Osten plötzlich wilde Karde aufgehen habe und Königskerze, die dort nicht heimisch war.
weil ich einfach auf der Winzerer Höhe und auf der Marienhöhe immer unterwegs war und in meinen Wollklamotten immer Saatgut hängen bleibt. Also Sie müssen dafür jetzt keine Wollklamotten anziehen. Das reicht wirklich, mit den Schuhen durch die Natur zu gehen. Wir sind wie die Vögel. Ja, wir verteilen auch die Informationen, wenn wir achtsam durchgehen, achtsam ernten. Und ich traue mich jetzt noch was dazu zu sagen. Auch die Pflanzen haben sowas wie ein Gespür dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Ja? Das ist eine Dimension, die ein sehr bekannter Ethnomediziner, der Wolf-Dieter Stordl, mit ins Feld führt, die aber noch nicht so verbreitet ist. Ja? Das ist so, wenn ich zum Beispiel an eine Linde gehe und sage, ich hätte jetzt gerne Lindenknospen für meinen Quark, würde ich gerne da reintun. Dann sage ich zu der Linde vorher, würdest du mir vielleicht welche schenken? Und ich warte auf eine innere Zustimmung. Ja? Also es ist eine Ebene, wie ich mit den Pflanzen auch kommuniziere, die vor 200 Jahren noch dazu geführt hat, hätte, dass ich wahrscheinlich verfolgt und meines Lebens nicht mehr sicher gewesen wäre. Aber es ist tatsächlich eine Art, mit der Natur umzugehen, die unser Überleben garantiert. In dem Moment, wo ich wirklich innerlich in Kontakt gehe mit der Natur um mich herum und frage, hey, wie geht's dir, kannst du was hergeben? Und ich habe das Gefühl, ah ja, das ist satt, da ist genügend da. Und ich kriege wie so eine innerliche Antwort, ja, so eine Einladung, ja, iss mich. Ja, weil das ist ja die Natur, also auch in der Bibel steht es, macht euch die Natur untertan. Was heißt das denn? Sicherlich nicht, pflanzt überall Atomkraftwerke hin und verschmutzt die. Das war nicht gemeint. Ja. Aber vor, sagen wir mal, 1000 und 2000 Jahren haben die Menschen noch gewusst, was das bedeutet. Weil sie wussten, sie sind der Natur ausgeliefert. Wir haben dieses Ausgeliefertsein noch nicht. Aber es wird kommen, wenn wir nicht darauf achten. So viel also zum achtsamen Ernten. Ich möchte jetzt noch ein paar von den Pflanzen vorstellen. Oh, okay. Also es wächst alles Mögliche. Und zwar wächst schon der Frauenmantel auf den Auen so ein bisschen Richtung Karl-Münz. Es wächst wilder Thymian, der in unseren Breiten Quendel genannt wird. Es fangen die Blätter der Bäume an zu knospen und sehr viele kann man auch essen. Also gerade jetzt in dem Zustand zum Beispiel sind Lindenknospen, schmecken wie Haselnüsse. Wunder, also sie dürfen... Für niemanden wäre es da. Ja, also die Brennnessel ist auch ein wunderbarer Helfer, aus der wir für den Frühling gerade alles, was im Winter sich so an Schlackenstoffen in unserem Körper, vor allem in den Nieren, angesammelt hat, wie wir uns wieder reinigen können und fit werden können. Schmeckt gut. Süß. Gell? Ja. Ja, also schmeckt echt so, gell? Ganz weich, aber wie eine Hase. Genau. Was ich in meinem Garten immer sehr schätze, das sind die Minzblättchen. Die habe ich mir geholt als Pflänzchen. Und auch die Melisse, die ist wild etwas schwer zu finden. Sät sich aber auch wunderbar aus. Also wenn man da... ist nicht mehr zu stoppen. Ja, dann komme ich jetzt langsam zu den Rezepten, die ich für Sie vorbereitet habe. Passend zum heutigen Palmsonntag habe ich mich vor 2 Tagen angeschickt, unter die Brauer zu gehen. Also ich habe ein Getränk hergestellt, das kommt aus dem Kaukasus, das heißt Kefir. Und ich habe in diesem Kefir Wildkirschenblüten und Mädesüß-Blätter mit reingetan und lade Sie ganz herzlich ein, das dann nachher in der Probierrunde auch zu probieren. Der Kefir, der wandelt praktisch Zucker in gesunde Stoffe um. Also es ist eine Milchsäuregärung auch oder so ähnlich. Da kann ich leider nicht so wirklich wissenschaftlich was drüber vom Stapel lassen, aber man sagt, dass die Bewohner vom Kaukasus, die den Kefir ähnlich wie mit dem Joghurt ein Leben lang trinken, eine unglaublich ungeheure Anzahl von 100-Jährigen vorzuweisen haben. Also sehr gut für den Darm und für die Nieren und fürs Immunsystem insgesamt. Und schmeckt hervorragend, schmeckt wie eine Limo. Also das dürfen Sie gerne probieren.
Also das Rezept kann ich Ihnen, wenn Sie wollen, auch verraten. Der Kefir produziert praktisch jedes Mal fast doppelt so viel. Und das ist was man einfach immer weitergeben kann. Empfehle ich sehr. Da gehört Zucker auch rein, oder? Genau, Zucker als Gärungsteil, das frisst der. Genau. Und das zweite Getränk, was ich vorbereitet habe, ist ein Smoothie. Sie wissen, was das ist. Also praktisch in einem ziemlich schnell rührenden und häckselnden Mixer habe ich Brennnessel mit Apfelsaft gemischt. Das ist das Einfachste, was man so machen kann. Und hat den Vorteil, dass es einfach wirklich die Eisenvorräte auch wieder auffüllt. Ja? Also Silizium, Eisen ist dann in einer Form vorhanden, zusammen mit dem Apfelsaft gemischt, auch die Leber reinigend. Wirklich ein super Mittel, um im Frühjahr fit zu werden, wenn man nicht so auf Brennnesseltee steht. Also auch da herzlich eingeladen, das zu probieren. Und jetzt gehen wir mal weiter zu den ganzen Feinheiten, die es hier sonst noch gibt. Ja? Hast du die Brennnesselblätter auch klein gemacht? Kannst du damit Apfelsaft oder Apfelsaft reinlegen? Also es gibt mehrere Methoden, die Brennnessel praktisch gefügig und zu öffnen. Und da habe ich es in einen Mixer getan und habe alles durchgerührt. Genau. Ja, dann habe ich Pesto hergestellt. Einmal die vegane Variante ohne Käse und einmal mit frischem Parmesan. Und Pesto ist ja praktisch so der Übergang zwischen, also wenn Sie wissen, wie man selber Cremes macht, dann man stellt praktisch Auszüge aus den Pflanzen in Öl her, das nennt man Mazerat. Und da ist also der Übergang zwischen dem Heilansatz und dem, dass man das einfach essen kann, ja, ganz fließend. Und also für ein Pesto zerkleinere ich, also ich persönlich mag es nicht, ich habe auch kein so Thermomix-Ding, also ich mache das alles mit der Hand. Ich mache mit einem Wiegemesser die Kräuter klein und stampfe dann mit dem Mörser Walnüsse. Walnüsse finde ich für Pestos am allerbesten, das ist auch das, was hier bei uns wächst. Und tue gesundes Öl rein, Sonnenblumen- oder Olivenöl und eventuell ein bisschen Leinöl, wenn ich es schnell verzehre. Und dann kommt eben noch der Käse drauf. Und für die vegane Variante nur die Walnusskerne. Hier habe ich schon vorbereitet, finden Sie hier, dürfen Sie auch gerne gleich dann probieren, ist das Pesto das normale. Und zwar sind da drin Wiesensalbei, Gundermann, Löwenzahn, Blütenstängel und Blüten. Und Dostblätterspitzen. Was ist Dost? Habe ich leider alles verbacken können. Konnte ich euch nicht zeigen. Das ist der wilde Majoran oder wilde Oregano. Also das ist so eine Grundform, aus der dann der Majoran und der Oregano sich rausentwickelt haben. Ist ganz, ganz aromatisch. Wunderbar. Und ist ganz stark entzündungshemmend auch, der Dost. Das heißt, wenn ihr das Pesto esst, dann seid ihr gleich ganz gesund. Genau, in dem Veganen ist drin Knoblauchrauke, Gundermann und auch Dost. Gundermann, wisst ihr, was das ist? Eine wunderbare, sehr würzige Pflanze, die so rankenartig am Boden dahin wächst. Auch die habe ich leider komplett verarbeitet, weil die wächst wirklich nur so klein momentan und ich habe ganz wenig gefunden und deswegen habe ich die alle rein. Ja, jetzt ist so, dass hier auch noch ein Kräuterquark steht. Auch hier sind Löwenzahn, Blütenstängel und Blüten drinnen. Auch Dost und Wiesensalbei. Und habe ich angerührt mit Quark und Feta, Hüttenkäse und Leinöl. Und dann zu guter Letzt gibt es noch eine süße Butter. Hat die eigentlich geschmeckt? Nicht? Okay. Zu anders, gell? Okay, gut. Also das ist was ganz Besonderes. Ich arbeite auch mit ätherischen Ölen und habe da also die frische Melisse mit einem Tropfen ätherischen Melissenöl noch versehen. Das kann gut sein, genau.
Mhm. Und da sind dann eben auch noch Datteln und Agavendicksaft drinnen. Und ein bisschen Zimt und Zitrone. Und dann vermischt man das alles so. Und also bin gespannt, was der Rest jetzt so zur süßen Futter meint. Ich glaube, also ich fand es ganz lecker. Und dann gibt es noch so ganz normale Kräuterbutter, die dann eben mit Radieschenblättern, Lindenknospen und Quendel ist und immer so Prise Salz. Da können Sie probieren. Radieschenblätter nicht wegschmeißen. Das ist das Gesündeste am ganzen Radiesal, gell, übrigens. Durch diese ganzen etwas scharfen Stoffe kann man auch einen Schnupfen wegkriegen. Das sind so ähnliche Stoffe wie in der Brunnenkresse, die ja auch ganz stark antiviral und antibakteriell wirkt. So, und jetzt noch die zwei Nachspeisen. Das eine hier ist ein süßer Quark mit Angelika-Stängeln. Was ist Angelika? Das ist unser deutscher Ginseng. Vielleicht kennen Sie diese Pflanze, die, vor der alle immer so Angst haben, die ausschaut wie eine Herkulesstaude und die aber ganz eindeutig durch ihren Geruch zu unterscheiden ist. Die Angelika ist wirklich so die Königin der Uferböschung. Und es gibt auch eine Waldangelika, ist fürs Darm, für den Darm ganz gut und stärkt das Immunsystem darüber, dass sie wirklich ja, stark entzündungshemmend und stärkend wirkt. Bitte? Jetzt. Also bei der Angelika ist es auch so, da kann man den Bibern abgucken, wie gesund das ist. Die fressen dann nämlich am Ufer von, also im Februar, wenn die ersten Angelika rausschießen, zack, frisst der Biber. Und der weiß, was er braucht nach dem Winter, gell? Ja, das sieht man ja dann, seine Spuren, wo er dann immer dann versucht raufzukommen und so. Und dann die abgefressenen Dinge. Und seine Zähne kann man ja auch genau sehen. Genau. Und dann habe ich hier noch für euch ein Eis vorbereitet, ein Sorbet. Das ist einfach nur gefrorene Himbeeren mit bisschen Quark und Sahne im Mixer zerkleinert und mit, Veilchenblüten und frisch für heute gesammelten weißen Taubnesselblüten dazu. Genau. So, und jetzt ist das Buffet eröffnet. Und Sie dürfen gerne probieren. Das, ja, voll gerne. Genau, und all dieses Wissen gebe ich auch in meinen Ausbildungen weiter und in den Kursen, die Sie gerne bei mir beantragen können, einfach anrufen, Zettel mitnehmen. Und ich arbeite auch mit dem Verein Lewige zusammen, gell, mit dem Projekt. Und was sich da ergibt, da freue ich mich schon drauf. Genau.